Eine Verhaftung ist keine leichte Sache. Nein, im Gegenteil. Eine Verhaftung birgt viele Gefahren und Risiken, an denen man sich als Agent klar bewusst sein muss und die mich vor jedem Einsatz neu beschäftigen. Anders als im Streifendienst geht beim FIB eine Verhaftung für gewöhnlich einen langen Prozess voraus. Und die Verhaftung selbst findet zu einem festen Zeitpunkt statt. Dann zeigt sich als Agent Gedanken darüber zu machen, was alles dabei passieren könnte und umso wichtiger seine Psyche voll im Griff zu haben. Gerade wenn man Zeuge eines Ereignisses wie die Verwundung des eigenen Ehepartners im Einsatz vor 3 Jahren war. Agent, Sie vor einem Bio-Supermarkt? Ja, ich kaufe nur was ein. Ja, das ist wohl offensichtlich in einem Bio-Supermarkt. Okay, erwischt. Sie wissen, dass ich natürlich krummgewachsene Gurken nur für eine teure Abzocke halte. Aber unser Hausmädchen Maria fährt voll drauf ab. Und ich muss gestehen, das Essen, was sie damit kocht, ist einmalig. Da bleibt mir ja nichts anderes übrig. Das ist schon witzig. Scheiße, ja. Versuchen Sie es. Hatte gerade letzte Woche das Thema an der Uni. Wie dick doch viele Amerikaner noch ja, sind. Ja, mag sein. Clara. Na kommen Sie. Gehen Sie einfach rein. Ja, getreu dem Motto, Augen zu und durch. Na, so schlimm ist es doch nicht. Sie schaffen das. Versprochen, Agent. Ja, ich hatte wohl keine andere Wahl. Wenn ich doch eine junge, gut aussehende und sehr attraktive Nachbarin hätte, in der ich einfach die Einkaufsliste geben könnte. Sie machen mich fertig. Und Amerika dankt es Ihnen, Clara. Ja, ein Dienst für die Nation. Doch die große Frage ist, wie genau soll ich als Agent mit Risiken und Gefahren in meinem Beruf umgehen? Nun ja, den meisten von euch sollte klar sein, dass wir Agenten in unserer Ausbildung und durch psychologische Betreuung genau auf sowas vorbereitet werden. Aber am Ende bleibt es doch bei dir. Ob dein Glaube an eine höhere Macht, deine Lieblingsmusik oder ein beruhigendes Gespräch mit einem Menschen, der dir nahesteht, dir dabei hilft, damit umzugehen. Letzteres fällt wohl heute weg. Layla? Maria? Ai? Eisystem? Eisystem. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Eisystem. Ja, Agent Ibrahim? Wo seid ihr denn alle hin? Hi, heute Nacht verhaften wir den Night Spirit Dealer aus dem Club. Ich brauche dich. Du wirst heute per Drohne das Ganze überwachen. Verstanden, Agent. Es tut mir leid. Sie können sich natürlich auf mich verlassen. Ich hoffe es. Die Temperaturen sind endlich gesunken. Das ist ganz angenehm. Letzte Woche hatten wir noch 36 Grad. Ende der Woche soll es sogar im Norden etwas Regen geben. Hab ich gehört. Euer Ernst? Ihr redet wirklich über das Wetter? Anstatt euch auf die Verhaftung vorzubereiten? Ihr wisst, was bei einem derartigen Einsatz alles schiefgehen kann, oder? Ja, ja, kapiert. Schon klar, Agent. Okay, das PD ist soweit. Es geht los. Wir brauchen noch die Drohne. Das wird keine einfache Verhaftung. Wir müssen mitten ins Ganggebiet. Bilal, behalt uns im Auge. Klar. Und möglichst kein Funkkontakt. Drohnen-Gangs hören grundsätzlich den Funk ab. Klar, Bilal. Los, Ei, flieg! Auf geht's. Ihr wisst, wie es ist. Egal, was man im Leben vor sich hat. Die Verhaftung eines Drogendealers oder einen Zahnarzttermin. Früher oder später kommt der Moment, an dem die Dinge ihren Lauf nehmen. Und man weiß, dass man nichts anderes tun kann, als sich darauf einzulassen. Und vielleicht macht es dann ja sogar Spaß. Die Verhaftung, meine ich. Nicht der Zahnarzttermin. Obwohl ich persönlich kein Problem mit Zahnärzten habe. Ei, wie sieht die Lage aus? Alles sauber, Agent.
Agent Castella bezieht ihre Position und das SWAT ist bereit für den Zugriff. Nein, Agent, der Helikopter ist leider nicht für uns. Kein Zurück, was auch kommt. Schlucken und drauf zu. Er muss gewarnt worden sein, denn er versucht gerade über den Hinterausgang abzuhauen. Verdammt! Ich informiere Agent Bilal. Wie konnte das nur passieren? Vielleicht ein Speer. Davon haben sie in solchen Vierteln viele. Oder die Drohne war zu laut. Wer weiß, egal. Kann schon sein. Ich? Der Kerl ist verdammt schnell unterwegs. Das muss ich schon sagen. Verdammt, Bilal, was hat er denn vor? Er fährt ihn an. Fällt das nicht unter Polizeigewalt? Das hat er doch jetzt nicht wirklich getan, oder? Ganz ruhig und nicht bewegen. Die Hände schön da, wo ich sie sehen kann. Verstanden? Großer Gott, wow. Dass wir uns beim Einstieg durch das Fenster geschnitten haben, ist nicht so cool, aber dafür umso mehr, was wir hier vor uns haben. Das Ganze hier sieht nach einem ziemlich großen Fang aus, oder? Bei Gott, das tut es, Castella. Hier wurde wohl die gesamte Versorgung für Süd San Andreas zusammengebraut. Sieh sich das einer an. Ein hochgerüstetes Labor. Die haben hier teilweise Sachen. Meine Anträge darauf in unserem Labor sind schon seit Jahren raus und ich habe sie immer noch nicht bekommen. Das ist krass. Nimm dir doch was mit. Nein, das alles hier wurde nur provisorisch zusammengebastelt. Aber es ist cool. Die Proben werden unglaublich interessant sein. Bis jetzt konnte ich nicht ganz ermitteln, aus was Nights Bild wirklich im Einzelnen zusammengesetzt ist. Die Droge zu rekonstruieren und herauszufinden, wie genau sie den Orgasmus und ähnlichen Kick verursacht, wird spannend werden. Was für Substanzen führen zu dieser Art von Stimulation? Die so völlig anders ist als wie bei normalen Ecstasy-Pillen. Wir müssen von diesem Ort so viele Fotos wie möglich machen, bevor die Polizei hier alles durcheinander bringt. Nett Spirit ist so unglaublich inspirierend. Wie es wohl ist, einen Kick auf ihr zu haben, wenn ich doch im Labor Affen oder zumindest Ratten hätte. Aber meine Anträge sind schon raus, Ibrahim. Bescheidene Wünsche. Nun halt schon still, ich hab's ja gleich. So, den Schnitt sieht man jetzt so gut wie kaum noch. Sicher? Ja, du kannst dich umdrehen. Ich weiß nicht, was, warum weil ich heute nicht nur ein kleines Highlight in meiner Karriere als Agent erfahren durfte. Sondern auch noch einen Ibrahim habe, der sich nicht traut, in den Spiegel zu blicken. Was für eine Nacht. Was, echt jetzt? Na gut, ich brauche einen Moment. Geh du schon mal und bestell bei Connor etwas zu trinken. Den üblichen Ahornsirup mit Zitrone? Nein, so ein Mist bestellt nur Layla. Okay, dann schau ich mal, was ich mir einfallen lasse. Und du? Ganz wirklich wieder in den Spiegel schauen. Du siehst leider immer noch gut aus. Leider. Baut auf. Oh, mich nervt dieses Jahr diese ganze Wahlkampfdebatte. Es ist alles so aus den Fugen geraten. Dabei sollte den Leuten eigentlich schon klar sein, wen sie dieses Jahr wählen. Oder etwa nicht? Was meinst du? Ist den Menschen in unserem Land denn nicht klar, was Amerika jetzt in solch unruhigen Zeiten am dringendsten braucht? Ich denke, wichtig ist, dass sie zumindest wählen. Das ja klar, ist, aber... Was dabei rauskommt, ist die Entscheidung des Volkes. Ob nun der eine oder andere gewinnt, so ist nun mal Demokratie. Und wir sehen, was die nächsten 4 Jahre bringen werden. Amerika schafft das schon. Wir haben viele Krisen überwunden. Du bist ein schierer Optimist, aber irgendwie hast du ja recht.
aber irgendwie auch nicht. Es scheint, als wäre es dir egal, wer gewinnt und was für Konsequenzen das für das Land haben kann, Ibrahim. Das finde ich nicht gut. Es wird sich viel verändern. Ja, klar. Wen bist du denn von den beiden Kandidaten wählen? Na, wen wohl? Das ist doch wohl klar, oder? Ja, ist das das? Na, alles gut, Agenten. Ja, und bei dir, Connor? Meine Online-Bewertungen sind diese Woche so hoch wie noch nie. Oh Gott. Bitte nicht, Connor. Dieses Thema hatten wir die letzten Wochen echt genug. Ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Ich habe gesehen, du hast jetzt sogar selbst Automaten aufgestellt. Tut mir leid, Agent, aber ja. Genau, das habe ich getan. Und meinen Kunden geben mir inzwischen eine glatte 10. Sowas ist noch nie vorgekommen. Ach, echt, ja? Jungs, ist ja gut. Wo ist eigentlich Agent Bilal? Warum ist er nicht auf ihrer kleinen Party? Oder haben sie ihn nicht eingeladen? Er war doch am Abschluss des Falles beteiligt, oder? Doch, das war er. Aber Cameron hat ihn zu Professor Diana geschickt. Och, Agent Bilal. Er hat unsere Zielperson einfach umgefahren. Ja, das hat er. Wahnsinnige Nachtagent. Spannende Verfolgungsjagd. Und dann das Drogenlabor. Ein voller Erfolg, oder? Ja, warum hast du mir gestern Abend nicht geantwortet, ey? Ich musste dich mehrmals rufen. Agent, Sir, es tut mir wahrlich leid. Ich war bei Ihrer Frau und sie hatte es mir verboten, Ihnen zu antworten. Agent, ich muss Ihnen nun ehrlich gestehen, warum sie gestern Abend nicht zu Hause war. Sie haben gestern einen für Sie sehr, sehr wichtigen Tag vergessen. Warte mal. Ja, Agent, es ist nun 3 Jahre her und für Sie mag das alles inzwischen nicht mehr so bestimmend in Ihrem Alltag sein, aber für Ihre Frau, wie Sie sich denken können, schon. Los, recht, ey. Wie konnte ich, Idiot, das nur vergessen? Großer Gott. 3 Jahre sind es jetzt schon. Seitdem alles geschehen ist. Verdammte 3 Jahre. Und wir sind, was das anbelangt, noch kein einziges Stück weiter. Was bin ich nur für ein Ehemann? Ey, was bin ich nur für ein Ehemann? Auf geht's. Ey, sag mir jetzt, wo sie ist. Ich werde sie überraschen. Sie ist unten im Hafen, ein Anleger weiter, gegenüber von dem Ort, wo es geschehen ist. Na dann, auf geht's. Ach so, ey, aber wo war Maria? Was hat sie damit zu tun? Ich meine, sie wäre auch nirgends zu finden. In der Uni. Ach so. Okay, da sind wir. Und da vorne steht Layla. Ey, halt du jetzt bitte einfach deine Klappe, in Ordnung? Versau mir das nicht, verstanden? Mehr als sie hätte ich es eh nicht tun können. Hey Layla, ganz schön krass, oder? Dass es jetzt schon 3 Jahre sind. Vor 3 Jahren waren wir das letzte Mal hier. Unglaublich. Inzwischen haben unser Beruf, unser Alltag, unsere kleinen Probleme wieder voll das Ruder übernommen. Und Layla, das ist auch der Grund, warum ich es gestern vergessen habe. Und ich verstehe dich, wenn du mich am liebsten umbringen würdest. Aber ich habe nicht den Tag, sondern einfach nur das gestrige Datum vergessen. Ich war so auf die Verhaftung fokussiert, dass ich es vergaß. Aber nicht diesen Tag, Layla. Nicht diesen Tag. Als ich durch deine Brille diesen schrecklichen Moment ansehen musste, wie du durch die Luft geschleudert wurdest. Egal, was euch auch immer Angst macht, vergesst nicht, dass es noch eine Welt rundherum gibt mit Menschen, die euch ebenso brauchen wie ihr sie.
Ha 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 ha!